Herzlich willkommen zu Zooloretto, einem neuen Projekt, das etwas außerplanmäßig stattfindet. Und bevor ich euch erkläre, um was für ein Spiel es sich hier handelt, möchte ich meinen lieben Schatz Alex begrüßen, der mir hier zur Seite steht. Hallo! Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich schon sehr auf dieses Gemeinschaftsprojekt, muss ich sagen. Ja, ich mich auch. Also ich kann ja mal kurz erklären, wie es dazu kommt. Ja. Zooloretto ist nämlich eigentlich ein Brettspiel von Abacus Spiele. Dazu gibt es auch drei Erweiterungen aktuell und noch ein paar Ableger wie die Würfelvariante oder die Duellvariante. Und wir stehen ja momentan total auf Brettspiele und haben uns dieses Zooloretto auf dem Flohmarkt gekauft und sind da eigentlich sehr angetan von. Und jetzt habe ich festgestellt, das gibt es für 2,95 € bei Steam. Ja, gleich mal zugeschlagen, ein bisschen reingespielt, habe es Alex gezeigt und dann haben wir gesagt, hey komm, da machen wir jetzt spontan ein Let's Play draus. Und wir werden euch natürlich auch die Regeln erklären und werden bestimmt schöne Anekdoten da zum Besten geben können. Theoretisch könnten wir uns auch ein Tutorial vornehmen, dass ihr dann das praktisch vom Spiel erklärt bekommt, wie das funktioniert. Aber ich denke, da wir das Spiel ja schon einige Male auch im Brettformat gespielt haben, kennen wir uns da schon ganz gut aus. Und die Regeln sind eigentlich ziemlich ähnlich. Es gibt so ein paar kleine Zusatzregeln noch für dieses Spiel. Aber ich denke, das macht Sinn, dass wir euch das während des Spiels erklären. Dann haben wir auch ein bisschen was zu erzählen. Richtig, so ist es. Übrigens sehr schön, ich habe das schon mal getestet. Der Mauszeiger ist tatsächlich in der Aufnahme zu sehen. Ah, das ist gut. Ja, meistens ist das so, wenn das ein extra animierter Pfeil ist. Das ist ja auch da so eine kleine Hand und dann nimmt er das wahrscheinlich mit auf, ja. Genau, so, jetzt schauen wir erstmal rein. Dieses Profil hier, das könnt ihr mal ignorieren, das spiele ich quasi für mich privat, offscreen. Und dieses haben wir gerade für uns beide angelegt, Steffi und Alex. Genau. Und das ist noch jungfräulich, da ist noch gar nichts passiert. Mhm. Wir haben in diesem Spiel die Möglichkeit, eine Kampagne zu spielen und genau das werden wir auch tun. Ja. Denn das Einzelspiel, da gibt es ein paar Komponenten, die man sich quasi erst dazu kaufen muss, damit man das in voller Gänze auskosten kann. Und kaufen kann, können wir das nur in Form von Sonderpunkten, die wir in der Kampagne verdienen können. Ja. Da wären zum Beispiel, kann ich mal kurz zeigen, neue Charaktere für unser Profilbild. Hier, da kann man sich welche kaufen. Mhm. Dann kann man sich hier Zusätze kaufen. Das sind diese Mini-Regeln, die es da eben extra dazu gibt. Die lernen wir aber im Rahmen des Tutorials noch alle kennen. Aha. Und auch noch ein bisschen Deko-Objekte für den Zoo, die wir auch alle oder weitestgehend alle in der Kampagne zu sehen bekommen. Ja. Denn die Kampagne, die spielt quasi einmal um die ganze Welt, immer schön hin und her. Und jeder Zoo ist da anders designt. Dementsprechend haben wir auch immer andere Gegner, die wir dann praktisch bekämpfen müssen. Richtig, genau. Also unsere Computergegner, die wir haben, die werden uns in der Kampagne vorgegeben, sowohl die Anzahl als auch was das für Personen sind. Und die passen auch immer sehr schön zu dem jeweiligen Ort, an dem die Kampagne stattfindet. Was man vielleicht noch kurz sagen könnte, wer da jetzt noch gar nichts mit anfangen kann, kann ja gut sein. Wir spielen einen Zoodirektor. Und müssen halt praktisch unseren eigenen Zoo bewirtschaften, also mit Tieren vollstopfen. Das ist praktisch so das Grundprinzip. Und wir müssen halt zusehen, dass wir halt vor den anderen am meisten Tiere kriegen oder am besten noch die Gehege voll kriegen. Und dann kriegen wir halt am meisten Punkte am Schluss. Genau, so ist es. Und ich weiß schon, dass es bei der Kampagne erstmal ein bisschen was vorzulesen gibt. Da ist ja so eine schöne kleine Geschichte drumherum gesponnen. Und das schauen wir uns jetzt direkt mal an, damit wir dann noch in dieser Folge unsere erste Partie absolvieren können. Sehr gerne. Steffi, Alex. Ja, das ist jetzt natürlich... Soll ich dir sprechen? Ja, sprich du den mal. Pran. Was ist los? Warum bist du so aufgeregt? Es ist schrecklich. Harry Nilpferd hat mir etwas Schreckliches erzählt. Er erfuhr es von einem Paradiesvogel, die es von einer Möwe hat, die es von der Schildkröte und... Hey, stopp! Was hat dir Pran erzählt? Was hat Harry gesagt? Harry hat grauenhafte Sachen über die anderen Zoos erzählt. Die Tiere dort müssen wirklich leiden. Die Koalas müssen dort Eichenblätter fressen. Sie werden krank davon. Jeder weiß das. Sind Besucher dafür verantwortlich? Nein, die Tierpfleger. Die Elefanten bekommen ausschließlich Heu zu fressen. Sie werden dünn. Das ist ja schrecklich. Warum sollte jemand so etwas tun? Um Geld zu sparen. Leider ist das die Wahrheit. Direktor, bist du wahnsinnig? Wie konntest du nur? Nur mal ganz langsam, Steffi Alex. Wie lange arbeitest du schon für mich?
Seit mehr als 6 Jahren, Direktor. Nur einmal war ich krank. 39 Grad Fieber. Aber das ist keine Antwort. Aber natürlich ist das eine Antwort. Denn du solltest inzwischen wissen, dass ich niemals etwas tun würde, was den Tieren schadet. Ich habe Zoloretto zu einem sicheren Ort für die Tiere gemacht, damit die Besucher die Tiere kennen und lieben lernen. Das stimmt. Die Tiere haben es gut. Aber was ist mit den anderen Zoos? Die anderen Zoos werden von lokalen Managern auf der ganzen Welt kontrolliert. Sie passen auf jeden Zoo auf. Das sollten sie zumindest. Ich habe herausgefunden, dass sich alle im Geheimen getroffen haben und sich geeinigt haben, die Eintrittspreise zu erhöhen und die Ausgaben für Wartung und Tierpflege zu senken. Aber dann hungern die Tiere doch. Das dürfen sie nicht zulassen. Ich bin damit überhaupt nicht einverstanden. Aber leider kann ich nichts dagegen tun. Die Zoos sind unabhängige Einrichtungen. Sie können tun und lassen, was sie wollen. Können wir denn nichts tun, um diesen Tieren zu helfen? Steffi Alex, ich bin ein alter Mann. Ich kann nicht mehr gegen diese Manager kämpfen, aber ich kenne jemanden, der es kann. Ich kann Kung Fu. Nein, Pran, du bist nicht der Auserwählte. Ich habe an Steffi Alex gedacht. Wer? Ich? Warum? Nun, Steffi Alex, du arbeitest jetzt hier schon seit einiger Zeit. Ich habe dich mit den Tieren arbeiten sehen und du kümmerst dich wirklich um sie. Du hast ein gutes Herz und das ist wichtig, wenn du die Manager der anderen Zoos schlagen möchtest. Wie könnte ich gegen die denn gewinnen? Ich bin allein und es gibt so viel zu tun. Jeder Manager spielt das Zoloretto-Spiel. Sie müssen, das ist ihre Arbeit. Wenn du sie bei diesem Spiel besiegst, dann gehören ihre Zoos dir. In Ordnung, ich tue es. Ich liebe dieses Spiel. Besonders, wenn ich diese Tiere damit retten kann. Also kommen wir zu den Reisespesen. Leider habe ich nur genügend Geld für die Reise zum ersten Zoo. Die anderen Reisen musst du dir selbst verdienen. Wenn du gewinnst, verdienst du Geld. Viel Glück, Steffi Alex. Ich zähle auf dich. Los, schnapp sie dir, Tiger. Werde ich. Für die Tiere. Für Helm. Ach. Das Hornhelmhammer-Hans, ja. Ja, okay, wir haben diese tolle, realistische Story hinter uns gebracht. Nein, war ganz witzig. Ja. Und wir starten in Ägypten. Das ist toll, das Spiel, muss ich sagen. Mir gefällt das richtig gut. Ja, es ist auch wirklich toll. Und jetzt kommen wir endlich mal dazu, was wir eigentlich machen müssen in diesem Spiel. Ja. Also, erstmal sehen wir hier unser Szenario für die Kampagne. Land Ägypten. Benötigte Punkte 0. Wir werden in die anderen Länder nur kommen, wenn wir hier ein paar Punkte verdienen. Manager ist Salim. Mhm. Und das ist so seine Aussage uns gegenüber. Das Kamel kann dein Leben in der Wüste retten, aber du frisst meinen Staub. Und er hat die Groß- und Kleinschreibung aus YouTube übernommen. ja, Bonusziel. Diese Ziele müssen wir nicht erfüllen. Wir können sie erfüllen. Und kriegen dafür nochmal Bonuspunkte und können so Postkarten freischalten. Ganz kurz, das Erweiterungsgehege ist jetzt das Normale, was man mit 4, glaube ich, füllen muss, ne? Das Erweiterungsgehege ist das, dass du dir für 3 Münzen zusätzlich kaufen musst. Und das sind, glaube ich, 5 Plätze. Aber 5, okay, ja, das meinte ich jedenfalls. Mhm. Da kommen wir aber gleich dazu. So, hier haben wir eine Tastenbelegung, die ich nicht brauche, weil ich alles nur mit der Maus steuere. Mhm. So, es lädt gerade noch. Und ich habe gerade Ladeschnecke. Oh nein. Hallo? Ja, ich bin doch da. Gerade eben hieß es, es reagiert nicht. Ja, stand gerade auch abgestürzt, aber läuft. Es läuft, oh Gott sei Dank. Puh. War auch ganz kurz, brauche ich gar nicht mal rausschneiden. So, jetzt wird hier die Startreihenfolge ausgelost. Das sind unsere beiden Gegner. Schön passend zum Ägypten-Thema. Und ich werde Ägypten sagen. Und wir sind als zweites an der Reihe, aber das spielt eigentlich gar keine große Rolle, denn das wird sich in jeder Runde ändern. So. Du bist am Zug. Jetzt erkläre ich erstmal, wenn es für dich okay ist. Gerne. Ganz kurz, worum es eigentlich geht. Wir haben einen Zoo, der am Anfang aus 3 Gehegen besteht. Das sind diese 3 Teile hier. Und diese Gehege sind unterschiedlich groß. Wir haben hier einmal 4, einmal 5 und einmal 6 Plätze. Wir werden im späteren Verlauf hier noch ein weiteres Gehege, das ist dieses Erweiterungsgehege, freischalten können. Ich glaube nochmal mit 5 Plätzen. Aha. Ziel ist es, diese Gehege möglichst voll mit Tieren zu kriegen. Und zwar jeweils eine Tierart in ein Gehege.
Ja. Man kann auch zwei Gehege mit derselben Tierart füllen, aber es kann halt immer nur eine Art in ein Gehege rein. Und dieses Gehege gibt erst normalerweise Punkte, wenn man zumindest bis auf einen Platz das Gehege gefüllt hat oder wenn es ganz voll ist. Also wenn jetzt nur ein oder zwei Tiere drin sind, bringt das erstmal noch nichts. Wie kommt man jetzt an die Tiere? Wir sehen hier unten den Transporter. Der hat aktuell drei Transportwagen. Das liegt daran, dass wir hier insgesamt drei Spieler sind. Bei vier Spielern gibt es vier Wagen oder vier Anhänger und bei fünf Spielern sind es natürlich dann dementsprechend fünf. Das Brettspiel ist für zwei bis fünf Spieler gedacht. In der Computervariante hier muss man mindestens ein Dreispielerspiel draus machen. So, auf jedem Anhänger sind drei Plätze frei. Eins, zwei und noch einer obendrauf. Wenn wir am Zug sind, können wir entweder eine Geldaktion ausführen, dazu kommen wir später, oder hier so eine Ware auspacken. Und diese Waren, das sind entweder Tiere oder Geld oder Verkaufsstände, die wir hier bauen können. So, ich kann diese Ware aber leider nicht direkt nehmen. Ich muss die jetzt auf einen der Anhänger packen. Ich stelle den mal hier hin. Jetzt kommt der nächste dran. Ja, und jetzt war gerade ein Verkaufsstand und ein Geld auf einem Anhänger und unsere eine Mitspielerin, die hat sich das gleich mal gegrapscht, denn sobald eine Ware drauf liegt, darf ich mir diesen Anhänger nehmen, bin dann aber aus der Runde raus. So. Du darfst es auch gerne ergänzen. Das ist jetzt hier schon ein ziemlich guter Wagen. Und woran liegt's? Ja, weil es gibt halt gewisse Tiere, die so ein kleines Symbol dabei haben, ob sie männlich oder weiblich sind. Und nur diese Tiere, die sind in der Lage, sich zu vermehren. Wenn man nämlich ein Weibchen und ein Männchen in einem Gehege hat, dann bekommen die sofort, so wie sie im Gehege sind, ein Baby, also bekommen Nachwuchs. Und das erfüllt dann praktisch einen weiteren Tierplatz. Um sein Gehege voll zu kriegen, ist das natürlich sehr praktisch. Genau. Diese Kombination eines fortpflanzungsfähigen Tiers mit einem Verkaufsstand ist schon relativ beliebt. Ich weiß jetzt schon, wenn ich jetzt hier irgendwas anderes drauf packe, der Wagen ist auf jeden Fall in der nächsten Runde weg. Aber da wir noch ganz am Anfang vom Spiel sind, hätte ich schon gerne einen Wagen mit drei Tieren oder mit drei Gegenständen. Hätte ich auch gemacht, ja. Der Flamingo ohne Fortpflanzungsfähigkeit ist jetzt nicht so was Besonderes, deshalb würde ich den jetzt mal hier drauf packen. Ja, genau. Vielleicht nimmt er das ja weg und dann kannst du dir was Schönes zusammenstellen. Ganz sicher nimmt er das weg. So, ja. Jetzt haben sich meine beiden Mitspieler schon beide einen Wagen genommen. Die Runde ist dann beendet, wenn jeder Spieler sich einen Wagen genommen hat. Genau. Wir können jetzt praktisch unseren eigenen Wagen, der jetzt noch voll ist, der jetzt noch leer ist, vollpacken mit Tieren. Also drei Sachen können insgesamt ja drauf. Und das ist eine super Ausbeute, wie ich finde. Wir haben nämlich wieder ein zeugungsfähiges Tier. Und wir haben einen Verkaufsstand. Der hat übrigens auch noch eine Funktion. Und zwar hilft der uns praktisch, wenn ein Gehege bis zum Spielende nicht ganz voll ist, wenn da noch leere Plätze sind, dass wir da trotzdem noch ein bisschen Punkte für kriegen. Richtig. Wenn ich zum Beispiel hier nur zwei Tiere drin sind und ich habe aber hier einen Verkaufsstand stehen, dann zählen diese zwei Tiere trotzdem. Genau. So. Jedes Gehege, man erkennt es jetzt hier leider nicht, in der Brettspielvariante steht es am Gehege dran, gibt auch im Spiel schon eine kleine Belohnung in Form von Münzen, die man bekommt, wenn das Gehege voll ist, und man bekommt Siegpunkte. Für ein großes Gehege natürlich entsprechend mehr Siegpunkte als für ein kleines. Ja. Wir sehen hier die Siegpunkte, aktuell haben wir noch 0. Und hier sehen wir die Münzen, da haben wir aktuell 2, das ist unser Startkapital. So, jetzt nehmen wir uns mal den Wagen. Das klingt übrigens alles viel, viel komplizierter, als es ist. Das kriegt man eigentlich ziemlich schnell mit. Wenn ihr so ein, zwei Folgen dranbleibt, denke ich, habt ihr das Prinzip schnell begriffen. So, da das jetzt ein fortpflanzungsfähiges Tier ist, würde ich das gleich mal ins größte Gehege packen. Ja, weil da die Wahrscheinlichkeit halt größer ist, dass wir da vielleicht Nachwuchs kriegen könnten. Und das Kamel, das setze ich mal hier in das kleine Gehege. Ja. Und den Verkaufsstand, den packe ich jetzt mal hier so hin. Ja, weil da aktuell noch nichts drin ist. Richtig, genau. Und da ist die Wahrscheinlichkeit momentan noch am größten, dass wir da halt was frei behalten. So, der Transporter ist jetzt weggefahren und ein neuer ist gekommen. Wir sind jetzt in einer neuen Spielrunde. Da ich die Spielerin war, die als letztes einen Wagen genommen hat, darf ich jetzt hier diese Runde beginnen und meinen ersten Zug machen. Und genau.
Am Anfang macht man da noch nicht so viel. So ab 2 Gegenständen auf einem Wagen wird es langsam interessant. Da muss man aber schon gucken. Denn was mache ich denn jetzt? Ihr seht schon, es sind viele Tierarten. Oh. Ui, der ist ja schon fast interessant jetzt. Ja, nehme ich, oder? Ich würde den tatsächlich nehmen. Denn wir haben schon also, das Männchen und hier ist das Weibchen. Ja, also genau. Das können wir gleich mal eben demonstrieren. Wir packen jetzt praktisch das Weibchen zum Affenmännchen und bekommen direkt Nachwuchs da. Baby born. So ist es. Und jetzt haben wir noch einen Flamingo am Hals, was bedeutet, dass wir jetzt schon unsere 3 Gehege belegt haben. Genau. Wenn wir jetzt ein weiteres Tier nehmen würden, und ihr seht schon, es gibt auch noch Zebras, es gibt Pandas, es gibt Elefanten, es gibt Koalas, dann habe ich ja gar keinen Platz mehr dafür, denn ich kann ja nur eine Tierart in ein Gehege packen. Mhm. Und die würden dann im Stall ausgelagert werden. Der Stall, der ist hier... Genau. Das sieht auch in jedem Szenario, genau, sieht das anders aus. Jetzt hat man es gerade gesehen. Mein Mitspieler hat ein Zebra, war es, glaube ich, in den Stall gepackt. Und Tiere im Stall oder auch Verkaufsstände im Stall, wenn alle Plätze belegt sind, geben am Ende Minuspunkte. Das heißt, man muss schon genau taktisch hier so ein bisschen gucken, was kann ich brauchen und was nicht. Hui. Wenn ich den jetzt hier drauf packe, schnappt sich den einer mit 2 gleichen Tieren. Ich hätte es auf den ersten Wagen gepackt, weil so haben wir halt die Möglichkeit, dass 2 Wagen noch für uns interessant sein können. So ist es, genau. Ja, dass der jetzt schnell weg ist mit 2 Weibchen, ist klar. Von jeder Tierart gibt es 2 fortpflanzungsfähige Männchen und 2 fortpflanzungsfähige Weibchen. Das heißt, er hat sich jetzt schon das Zebra-Monopol gesichert. Ja. Ich würde den jetzt einfach mal hier so hinpacken. Ist es eigentlich egal, auf welchen, ja. Genau. So. So. Tja. Jetzt würde ich aber mal sagen, ich nehme diesen Wagen. Und warum? Das ist das fortpflanzungsfähige Männchen, das mein Mitspieler braucht. Wenn ich das jetzt in meinen Stall packe, dann wird er mir das abkaufen und ich kriege Geld dafür. Ja. Und den Flamingo kann ich sowieso brauchen und ein Verkaufsstand schadet auch nicht. Das ist gut durchdacht, richtig. Ja. Also auch wir können natürlich, wenn wir wollen, in die Stelle der anderen Mitspieler gucken und schauen, ob wir da vielleicht was kaufen können, was wir gebrauchen können. Richtig, das sind nämlich die Geldaktionen, die wir auch noch machen können. Mhm. Ich habe nur gedacht, das erkläre ich euch erst, wenn wir hier so ein bisschen warm geworden sind. Ihr seht auch, es gibt verschiedene Verkaufsstände. Wenn man 4 verschiedene Verkaufsstände hat, gibt es auch nochmal extra Punkte. Genau, ja, das gibt, richtig, ich wollte ja auch noch sagen, es gibt verschiedene Verkaufsstände, ja. Mhm. So, jetzt hat er schon mal ein Kamel. Mhm. Oh. Kann sie gar nicht gebrauchen. Nee. Leider kann ich das Gehege hier noch nicht erweitern, denn jetzt kann ich vielleicht mal die Geldaktionen zeigen. Mhm. Ich kann übrigens entweder was auf den Wagen packen oder einen Wagen nehmen oder eine Geldaktion machen. Und ich habe hier die Möglichkeit, den Zoo zu erweitern. Das wäre dieses Gehege, aber das kostet 3 Münzen und ich habe im Moment nur 2. Ja. Dann kann ich Tiere einzeln aus dem Stall in ein Gehege bewegen. Das kostet 1 Münze. Aha. Ich kann Tiere aus dem Stall verkaufen. Dann kriegen sie meine Mitspieler nicht und ich bin sie los und sie geben keine Minuspunkte. Kostet mich aber 2 Münzen, obwohl ich ja verkaufe. Ja. Dann kann ich Gehege tauschen. Das bedeutet, ich kann alle Tiere, also alle Tiere einer Art aus einem Gehege gegen alle Tiere einer Art aus einem anderen Gehege tauschen. Also es geht dann quasi jetzt das komplette Flamingo-Gehege könnte ich jetzt gegen das komplette Zebra-Gehege tauschen, wenn ich eins hätte. Einzelne Tiere kann man nicht verschieben dann, nee. Richtig. Ich kann vom Spieler kaufen, da könnte ich jetzt dann gucken, aha, ich habe ein Zebra, das sieht man hier, und er hat ein Zebra. Ist jetzt für uns noch uninteressant, kann aber durchaus interessant sein. Und die letzte Option ist, dass ich auch Verkaufsstände bewegen kann. Wenn ich jetzt dann feststelle, oh, das eine Gehege ist doch schon voll, das andere ist aber noch leer, hätte ich meinen Verkaufsstand lieber woanders. So. Kann sinnvoll sein, ja. Richtig. Am Anfang ist es sehr sinnvoll, erstmal zu sparen, bis man 3 Münzen hat, damit man möglichst schnell sein Erweiterungsgehege voll bekommt. Und natürlich sollte man auch ein bisschen darauf achten, was haben denn meine Mitspieler für Tiere? Sie hat schon gerade zugeschlagen. Mhm. Beide Mitspieler haben einen Panda. Wenn ich mir jetzt auch noch einen Panda grapsche, wenn ich den da drauflege, ist er weg, ne? Ja, würde ich nicht machen. Nee. Das heißt, wenn ich mir jetzt auch noch einen Panda nehme, dann kloppen wir uns um die Pandas und das will eigentlich kein Mensch. Hm. Kann er den Elefanten denn gebrauchen? Nee. Nee, er kann das Kamel aber gebrauchen.
Dann packt das doch auf den ersten drauf. Genau, dann nimmt er sich jetzt nämlich diesen Wagen. Taktik geht leider nicht auf. Taktik geht nicht auf. Ja, dann nehme ich halt den... Ja. Das ist halt nur ein Tier, das ich nicht brauchen kann. Ich könnte jetzt natürlich noch abwarten. Zieh doch mal. Ich würde es noch mal ziehen. Vielleicht kriegst du noch einen Wagen. Ich hätte schon gern das Flamingo-Weibchen. Ja. Ja. Oh, das wäre jetzt für mich natürlich richtig interessant. Aber den nimmt er jetzt. Ja, ist ja nicht so schlimm. Dafür habe ich jetzt halt... Naja gut, ich kann das Kamel nehmen. Ich kann den Flamingo nehmen. Ich würde auf jeden Fall vorschlagen, dass wir in diesem ersten Part diese erste Runde auf jeden Fall beenden sollten, dass ihr einmal so eine komplette Runde seht und einmal mitbekommen, wie das funktioniert. Richtig. Der Part ist zwar jetzt theoretisch schon vorbei, aber ich möchte auch nicht mitten in der Partie unterbrechen. Das ist ja quasi die Einführungsfolge. Genau. So. Den brauchen wir nicht wirklich. Haben wir jetzt zwei Tiere im Stall, ne? Oder drei? Ja, zwei aktuell. Oh. Ja, dass der jetzt weg ist, ist klar, weil da war das Panda-Weibchen drauf und das wollte er natürlich gerne haben. Aber ich dachte, wir hätten jetzt drei im Stall. Wir können ja jederzeit mal gucken. Nee, jetzt kann ich nicht mehr gucken. Ah, das hast du schon gesehen? Ja, nee, gucken kann ich jetzt gerade nicht, weil ich mich jetzt schon fürs Ziehen entschieden habe. Ja. Aber ich bin mir sicher, wir haben nur zwei, weil das Kamel, das habe ich ja verwenden können. Ach so, das habe ich glaube ich nicht auf dem Schirm gehabt, kann sein. Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht. Also Kamel können wir gebrauchen, das ist ja schon mal gut. Genau, das Zebra können wir nicht brauchen. Jetzt kann ich auf den Stall klicken und wir haben ein männliches Zebra und einen neutralen, sage ich mal, Elefanten. Ja. Ich kann natürlich einen Affen brauchen und ich muss den da jetzt hinpacken. Würde ich machen, ja. In der Hoffnung, dass ich diesen Wagen gleich abstauben kann. Ja, mach das. Jetzt würde ich nicht mehr zocken. Auch. Jetzt auf Nummer sicher gehen, bevor es noch voller wird im Stall. Ja, das sieht gut aus. Ich muss jetzt ja darauf hoffen, dass möglichst bald eins meiner Gehege voll wird, damit ich ein bisschen Geld bekomme. Mhm. Damit ich mir die Erweiterung bald mal leisten kann. Und da könnte ich ja vielleicht das Zebramännchen reinpacken. Wobei, die anderen konnten sich die alle schon leisten, komischerweise, ne? Ja, die anderen, das heißt, das Zebramännchen ist für mich relativ wertlos, weil die Zebraweibchen sind bei meinem Mitspieler. Ich könnte jetzt auch das Geld und den Stand nehmen. Da bin ich ja fast versucht, muss ich sagen. Ja, ich mach das ruhig. Ich brauche das Geld. Den Stand habe ich zwar schon, aber es schadet trotzdem nichts. Hier kann ich ihn leider noch nicht hinbauen, weil ich diese Erweiterung noch nicht habe. Also packe ich den mal da oben hin. Ja, ist schon gut. Und wir haben auch schon 11 Siegpunkte, wie man hier sehr schön sieht. Mhm, das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir führen mit, ja. Ja. Hat der erst einen Siegpunkt? Der ist ja echt nicht gut drauf gerade. Nee, oh. Das ist jetzt natürlich nicht uninteressant. Oh, ja, nehmen. Also das. Nee, das hat er jetzt genommen. Das tut mir leid. Ach, scheiße. Ja. Das wäre jetzt natürlich für mich ein Traum gewesen. Ne? Ach, wir sind ja schon raus. Stimmt ja. Richtig. Wie gesagt, sobald man seinen Wagen genommen hat, ist man aus der Runde raus und muss abwarten, bis die Mitspieler durch sind. Das kann in Partien mit 5 Spielern auch mal 2-3 Minütchen dauern. Mhm. Und, was ich noch mal eben kurz sagen kann, falls ihr euch jetzt fragt, wann ist denn die Runde überhaupt zu Ende? Und zwar seht ihr neben der Kiste so eine Zahl, da steht jetzt aktuell 44. Jedes Mal, wenn sich einer eine Kiste nimmt, sinkt diese Zahl. Und wenn dieser Kistenvorrat auf unter 15 sinkt, ist praktisch die letzte Runde angebrochen. Dann wird diese Runde noch zu Ende gespielt und dann wird halt geguckt, wer hat am meisten Punkte. Mhm, so ist es, genau. Dass der Wagen jetzt hier weggeht, das war auch klar. Ich möchte natürlich gerne den Affen haben, aber mit einem Tier gebe ich mich ehrlich gesagt nicht zufrieden. Ja, es ist klar. Ich könnte jetzt natürlich auch sagen... Warte mal, weiter. Jetzt lieber eine Geldaktion ausführen, dann können wir jetzt zwar nichts auf den Wagen packen, aber wir können einfach abwarten, was kommt dazu und sind dann nicht weiter beteiligt. Genau, so ist es. Und jetzt haben wir ein weiteres Gehege und können notfalls auch noch ein Tier, was wir nicht brauchen, ablegen. Ja. Ja, nee. Ich würde noch mal ziehen. Nee, wir haben da... Ja, der Elefant. Ja. Ja. Wenn ich pack's auf den vorderen. Richtig, dann dann nimmt mein Mitspieler das weg und ich kann hier in Ruhe meinen Wagen vollpacken. Ich hoffe, es geht auf. Sehr gut. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir schöne Tiere noch bekommen. Man kann sich bei dieser Variante ziemlich sicher sein, dass in dem Moment, wo auch nur eine Münze irgendwo liegt... Oh, wir hatten doch schon einen, ne? Im Lager, hätte ich beinahe gesagt, im Stall. Ich mach nochmal, oder? Ja. Also in dem Moment, wo eine Münze da liegt und noch was anderes dabei ist, nimmt's der Mitspieler. Das ist jetzt übrigens gar nicht so schlimm, denn
Im Stall gibt es, wie gesagt, Strafpunkte, aber nur pro Tierart. Und ja, jetzt müssen wir gleich nur gucken, ob wir uns jetzt für die Zebras oder für die Elefanten entscheiden. für die Elefanten, denn die Zebraweibchen sind schon alle weg. Du hast aber ein Zebraweibchen im Stall. Nein, ich habe ein Zebramännchen im Stall. Ach so, okay. Und deshalb, siehst du, hier ist das Zebramännchen. Tatsächlich. Und die Zebraweibchen hat schon mal Mitspieler. Das heißt, da bringt mir das Männchen dann auch nichts. Und deshalb habe ich mich für den Elefanten entschieden und werde dann, sobald ich eine Münze habe, den anderen Elefanten aus dem Stall holen. Vielleicht kriegen wir gleich mal ein Gehege voll und können dann praktisch, genau, wie du schon sagst, den einen Elefanten noch aus dem Stall holen. Das wäre schön. Okay, das würde ich jetzt schon fast gerne nehmen, muss ich sagen. Das ist eine Ja. Münze und ein Affe, mit dem ich Und das Gehege voll bekomme. sie kriegt gerade Kohle. Ja, aber ich mache das jetzt, glaube ich, trotzdem. Ja, mach das ruhig. Dann ist das größte Gehege ist voll und das gibt Richtig. schon mal 10 Punkte dazu, was echt nicht schlecht ist. Richtig. Und nochmal eine Münze gab es obendrauf. Und allerdings führt unsere Mitspielerin immer noch. Das macht mich etwas traurig, denn wir werden wahrscheinlich jetzt echt unsere Einführungsrunde Ja, verkacken. mal gucken. Sie hat aber auch schon 3 Gehege voll. Also das kriegen wir vielleicht auch noch hin. Ja, das ist jetzt natürlich auch nicht schlecht, ne? Ja, ist aber leider schon weg. Hätte ich auch gerne gehabt, den Flamingo und das Kamel. Und das ist auch nicht verkehrt. Ja, Meine Affen haben wir voll, ne? wir sind auch schon raus aus der Runde. Ach so, ach, du hattest ja schon genommen, stimmt Ja, ja. das habe ich aber auch gerade erst gesehen. So. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wir haben immer noch das Zebra-Männchen. Das andere Zebra hat man und den Elefanten hat man uns auch weggekauft. Ha. Ja. Ja, gut, das Ich Zebra brauche können wir nicht auf jeden Fall. gebrauchen. Ja, das Kamel Das brauche ist gut, ich. ja. Vielleicht packt da noch einer Elefanten zu, das wäre eigentlich ganz schön. Das Problem ist natürlich, Flamingos und Elefanten. Ja, gut, sie braucht keine Elefanten mehr. Zwei Zebra. Zwei Kamele. Ich brauche aber nur Brauchen wir gar eins. nicht, ne. Dann gucken wir mal, vielleicht findest du ja noch eins. Ich guck mal, was sie so haben. Ja, der Elefant halt, ne? Soll ich mir den mal Ja, kaufen? wir haben ja selbst noch einen, ne? Ja, aber. Nee. Doch. Moment. Habe ich noch einen im Einen, Stall? ja, einen Nein. haben wir ja selbst im Stall, deswegen Moment. kümmere dich erstmal darum, dass wir aus dem Nee. Stall raus. Aus Stall bewegen ist weg. Das haben sie uns weggekauft. Ein Zebra ist noch da. Ach, guck mal an, der Ach ist weg. Mann, was habe ich denn jetzt gemacht? Was hast du denn gemacht? Was hast du denn gemacht? Ich habe anscheinend von einem Mitspieler den Verkaufsstand gekauft. Aber ich muss jetzt dieses Elefantenweibchen nehmen. Ja, Ja, muss ich. Bevor mach es weg das. ist. Was haben wir jetzt noch im Stall? Immer noch das Zebra, glaube ich. Mein Gott, hat er seinen Stall voll? Der hat 5 Tiere im Stall, der kriegt richtig Minuspunkte. Sind die auch schon damit eingerechnet in seiner Zahl? Ja. Ach, die sind doch schon mit eingerechnet. Ja, Dann er geht's hat, ja sogar deshalb noch. hat er halt nur 11 Punkte. So, jetzt gucke ich hier nochmal. Ja, das Zebra ist noch da. Ich wollte eigentlich gerade gar nichts kaufen. Das ist mir schon mal passiert. Ich verstehe das gar nicht. Bald bricht auch die letzte Runde an. Ja. Ja, bei 3 Spielern ist es nicht ganz so schlimm. Jetzt gucke ich nochmal kurz. Also, ehrlich gesagt, wir haben ja noch 2 Münzen. Könntest Und du den Elefanten noch holen, ich ja? glaube, den hole ich mir auch. Ja, Ja. wobei, wir sind noch am Rundenanfang. Ich packe Einmal, erstmal den ja, Wagen voll, genau. 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 Erstmal gucken, vielleicht kommt ja auch noch ein Elefant. Den packt man zum anderen Zebra. Dann schnappt sich das vielleicht einer weg, das wollen wir ja eh nicht. Ja, wahrscheinlich er nicht. Er braucht keine und die andere hat, glaube ich, ihr Zebragehege voll. Ja. Wir müssen Ja. aufpassen, dass wir das nicht aufs Auge gedrückt bekommen. Ja, noch Hier. kannst. Yes, das linke brauchst. Ja, das Kamel wäre dann voll. Vielleicht solltest du gleich in Erwägung ziehen, das Kamel. Ja, nimm das mal. Genau, pack das Aber mal dann habe drauf. ich noch einen Panda, den ich nicht brauche. Ja, aber. Ja. Dann pack den Wagen auf den zweiten Wagen. Hier drauf. Ja. Oh, der macht einen Ver der hat Verkaufsstand bewegt. Ja. Oh. Der wäre auch nicht schlecht, ne? Ich brauche nicht so viel Münzen. Ich habe ja auch noch 2. Dann nimm das Kamel jetzt, oder? Nee, ich kaufe jetzt den Elefanten. Und wartest ab, was die machen, ne? Richtig, genau. Wir könnten uns auch das Kamel kaufen, dann wäre das voll. Jetzt nicht mehr, jetzt habe ich kein Geld mehr. Nein, ich meinte eben. Jetzt hast du Ja. ja. Aber wir holen auf, punktetechnisch. Er verschiebt schon wieder was.
Verschieben ginge natürlich auch, ne? Jetzt nehmen wir das Kamel. Jetzt nehmen wir das Kamel. Ich würde es machen. Dann kriegst du wieder einen Stall voll, kriegst auch Geld. Ja, und Minuspunkte, aber... Ja. Eine Runde kommt ja noch. Wir haben auf jeden Fall eine Belohnung erhalten, weil wir 2 Gehege voll bekommen haben. Das ist gut. Die Belohnung in der Einführungsrunde, da schaltet uns irgendwelche Postkarten frei. Ich mag das Spiel. Ja, ich mag das auch. Ich bin nur gerade echt ein bisschen frustriert, dass wir wirklich die Einführungsrunde wahrscheinlich verlieren. Ja, der Elefant. Den kannst du ja nehmen, das Gehege ist voll. Ja. Oder? Ja, ist so. Vor allem sind wir punktetechnisch wieder ein bisschen dran. Und ich habe 2 Münzen. Das heißt, ich könnte jetzt entweder eins meiner Tiere verkaufen oder ein anderes Tier kaufen. Ja, also kaufen bringt uns, glaube ich, jetzt gerade nichts. Oder kriegen wir noch ein Gehege voll damit? Ja, ich bin wegen dem Kamel am Überlegen. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Weil wenn wir dann natürlich das Kamelgehege voll kriegen, würden wir ja eventuell auch wieder Münzen als Belohnung kriegen. Und von denen könnten wir dann wieder andere Tiere verkaufen. Ja, es war aber knapp mit den Runden. Jetzt kommt die letzte Runde, ja. Ja, scheiße, okay. Jetzt muss ich gleich mal gucken, was jetzt mehr Sinn macht. Okay, nee, das Kamelgehege ist voll. Wir bräuchten den Flamingo. Ja, aber das ist halt nur einer. Das heißt, ich werde jetzt erstmal ein Tier aus dem Stall verkaufen. Guck doch mal, was die anderen drin haben. Vielleicht hat ja einer noch einen Flamingo. Nee. Nee, okay. Ich würde jetzt weil wir haben im Stall... haben wir ein Zebra und 2 Pandas. Beide Pandas kriege ich nicht weg. Aber ich kriege das Zebra weg. Und damit ist es eine Art weniger, die Minuspunkte macht. Ja, dann macht das. Und dann würde ich versuchen, diesen Flamingo zu bekommen. Dann verkaufen wir jetzt erstmal den Zebra. Den Zebra, genau. Bullen. Richtig. Hengst. Sag mal beim Zebra Hengst. Hengst. Ja. Ist ja ein Pferd. Ja toll. Schon, ne? Jetzt kann ich den Flamingo mir natürlich abschminken, weil dann habe ich zwar einen Flamingo, aber ein Kamel im Stall, das ich nicht brauche. Dann guck doch einfach mal weiter. Du könntest natürlich auch einfach den ersten Wagen nehmen. Oh, geil, den brauchst du eigentlich auch noch. Ja, dann pack das da drauf. Dann kannst du beide, 2 Wagen kannst du noch gut gebrauchen. Vielleicht kommt ja noch irgendwo. Oh, ja gut, das Geld bringt mir jetzt nichts mehr, weil es ist die letzte Runde. Oh. Nimm den rechten Wagen. Ja. Oder? Bevor ich noch mehr Minuspunkte kassiere. Warte, pack den zu den... Der ist ja voll. Ja, bringt ja alles nichts. Die Flamingos haben schon ihren Verkaufsstand. Ich packe den jetzt dahin. Ja. Dann haben wir aber eine Art mehr und kriegen dadurch auch Punkte. Richtig, aber es reicht trotzdem nicht, weil unsere Mitspielerin hat 32 Punkte. Und wenn die sich jetzt nicht gerade zufällig ihr Lager zumüllt, was sie tut... Ich wollte gerade sagen, vielleicht heilt sie sich ja noch ein Tier auf. Und das hat sie gerade getan. 2 Tiere, wir führen tatsächlich. Ja. Es wird doch wohl nicht noch klappen. Wir haben gewonnen. Das ist doch mal eine super Einführungsrunde gewesen. Ja, das hat jetzt richtig Spaß gemacht und es war schon spannend, finde ich. Ja. Und wir werfen noch kurz einen Blick drauf, was uns in der nächsten Folge erwartet, in welches Land wir reisen werden. Statistik, wolltest du da noch was zu sagen? Nein. Nee, habe ich jetzt leider übersehen. Also habe ich jetzt leider so schnell weggeklickt. Sehen wir ja noch öfter. Eine Gelegenheit geben. Das ist die Belohnung, die wir bekommen haben. Inhalt für unsere Postkarten, das kann man sich am Ende angucken. Und morgen geht's weiter in Australien. Ja, wenn ihr denn Lust habt auf dieses Spiel, würde mich jedenfalls sehr freuen. Es hat schon so einen kleinen Suchtfaktor. Ich bin auch schon in Überlegung, mir das zu holen. Dann können wir auch mal gegeneinander spielen. Das wäre ganz toll. Dann könnten wir vielleicht auch so mal eine Let's Play Versus Folge vielleicht aufnehmen oder so. Können wir auch mal machen, ja. Ja, und dann hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei bei Zooloretto. Und es gibt noch viel zu entdecken bei diesem Spiel. Keine Sorge. Sehr schön. Bis dann. Ciao. Tschüss.